Hi, na? Ich bin voll gerührt von der schönen Rede, meine Fresse. Ich hatte keine Ahnung, dass du so für mich empfindest. Naja, gibt's Fragen soweit? Wie ihr an der Hose wahrscheinlich schon erkannt habt, bin ich Veganer. Irgendwann war für mich einfach so klar, ich möchte Lebewesen keinen Schaden mehr zufügen, leben und leben lassen. Mücken töte ich trotzdem, weil Mücken sind Hurensöhne, ganz ehrlich. Ich habe nichts gegen Einbrecher. Weißt du, wenn so ein Einbrecher nachts in meine Wohnung kommt, Sachen klaut, gegen die Wand pisst, ist mir scheißegal. Weck mich dabei nicht auf. Aber Mücken sind anders. Mücken sind keine Ninjas. Weißt du, die kommen in die Wohnung. Ha, 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 ha. Wen haben wir denn hier? Dann denkst du auch, die sind fertig, weil sie haben ja, was sie wollten. Dann kommen sie wieder und sagen, ich habe den Ausgang nicht gefunden. Wow, richtige Fleischfresserlache. Jedenfalls, denkst doch, die gehen, weil die machen so Psychospielchen wie bzzz, bzzz, bzzz. Dann machst du das Licht an, um sie zu töten und merkst, so wach war ich gar nicht. Und du kannst sie auch nicht platt drücken, weißt du, Blut an der Wand ist widerlich. Das Einzige, was du machen kannst, ist das Fenster zu und warten, bis einer von euch beiden stirbt. Einzige, was du machen kannst. Sorry, ich wurde emotional. Wie Klaas Haufen Dings schon gesagt hat, mein Name ist Masud Akbar Saudeh, ist ein persischer Name. Ich kann ihn mittlerweile auch nicht mehr aussprechen, weil ich über die letzten paar Jahrzehnte ihn immer so überartikulieren musste für die Deutschen. Akbar Saudeh. Die ganze Magie ist weg, weil es ist eigentlich voll der schöne Name. Ist auch eigentlich sehr leicht, ist Masud, M-A-S-U-D. Und danach das komplette Alphabet. Letztens war ich beim Arzt im Wartezimmer und dann kam die Frau raus, die den Namen sagt. Ich habe keine Ahnung, was sie sonst so macht. Und sie meinte, Herr Akbar, irgendwann meinte ich, hören Sie auf, lassen Sie gut sein. Ich weiß, wer gemeint ist, hören Sie auf. Sonst denken die Leute noch, sie sprengen sich in die Luft. Ich mache eigentlich so observative Comedy, so Sachen aus dem Leben. Ich sehe sie, dann rede ich drüber und ihr, großartig, gibt ihm Geld. Sachen aus dem Leben. Wobei in letzter Zeit ist bei mir nicht so viel passiert. Ich kann euch nur sagen, was ich heute so gemacht habe. Ich war baden. Eigentlich war ich duschen, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr zu stehen. Und habe mich hingesetzt. Das kannst du in der Badewanne machen. Wenn du es in der Dusche machst, ist einfach nur traurig, Alter. Ich hatte noch genug Würde und Anstand und habe die Haare rausgenommen aus diesem Loch. Keine Ahnung. Ich verdiene mein Geld mit Worten. Ein Jahr nicht mehr aufgetreten. Keine Ahnung. Da, wo der Korken reinkommt, ihr wisst Bescheid. Siphon. Aber ich freue mich voll, wieder hier so auftreten zu können. Fernsehen habe ich in letzter Zeit nicht mehr so gemacht. Ich mache eigentlich also live. Wobei, wenn ich jetzt live auftrete, dann eigentlich eher so vor meiner Familie. Und da ist ein Unterschied, ob ich vor euch spiele oder vor meiner Familie. Weil wenn ich hier spiele, kann es sein, dass der eine oder andere sagt, hey, kenne ich aus dem Fernsehen. War ganz witzig. Wenn ich vor meiner Familie auftrete, ist das Einzige, was ich höre, hey, ich war bei seiner Beschneidung. War ganz witzig. Aber schön wieder hier, Fernsehen. Dieses Jahr ist übrigens mein 27-jähriges Bühnenjubiläum. Ich weiß, ich war auch geschockt. Danke für den Applaus an dieser Stelle. Aber es hört auch auf. Ich nehme, was ich krieg. Und vor 27 Jahren, da hätte ich... War so ein Fernsehauftritt, hatte einen viel größeren Stellenwert. Heutzutage ist Fernsehen einfach nur YouTube mit Zwischenschritten. Von daher, falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like und ein Abo. Und folgt mir am besten auf Patreon, weil dann kriege ich Geld. Dieses Video wurde gesponsert von Persisches Kimchi, dem Podcast mit Ilion Kim und Masud Akbarzadeh. Ich mache hier nur Werbung, Leute. Ich bin hier nur zum... Ich habe auch demnächst wieder eine Tour. Tour heißt bei mir einfach nur, ich fahre irgendwo hin, mache meinen Auftritt und... Fahr wieder zurück, aber demnächst gibt es eine geile Tour, komm vorbei. Es gibt noch ziemlich alle Karten. Ich habe dich übrigens letztens gesehen bei LOL, Amazon. Glückwunsch. Naja. Ich würde es auch gern, also dass du dabei warst. Ich habe ja. Nicht. Ich könnte es auch nicht, ich würde die ganze Zeit nur grinsen. Einfach, weil ich mich freue, dabei zu sein. Bewerbung an dieser Stelle. Also ich habe mich über die letzten paar Jahre einfach daran gewöhnt, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, ab und zu mal zu lächeln. Weil ich habe gemerkt, Leute denken, ich wäre arrogant. Deswegen dachte ich, versuche dem gegenzuwirken. Aber so, Leute denken, ich wäre arrogant wegen meiner Haltung. Aber ich bin nicht arrogant, ich bin einfach nur faul. Deswegen sind meine Augen auch immer so zu.
Ich bin zu faul, sie ganz aufzumachen. Viele Leute denken, deswegen ich sei bekifft. Stimmt nicht, aber wenn ich sie ganz aufmache, dann sieht es aus, als wäre ich auf Crack. Ist einfach so. Ich bin einfach so, ach, Leute rufen mich an, ich sage, hö. Ich gehe also an den Hörer, ich sage, hö. Und die so, sorry, habe ich gerade geweckt. Ich sage, nee, ich kann am Display einfach sehen, wer du bist. Du kannst von mir jetzt keine Freude erwarten. Du musst deinen Stellenwert in der Hierarchie kennen. Jetzt hör auf zu nerven und sag, was du willst. Mama. Weißt du, so Freude und Euphorie ist einfach nicht mein Ding. Oder zum Beispiel meine Freundin, jetzt Ex-Freundin, hat mir zu unserem Jahrestag einen Oscar geschenkt. Keinen echten Oscar, sondern einen von Kick, wo drauf stand für den weltbestesten Freund. Und normale Leute denken sich so, oh, wie süß von ihr, weil du magst ja Filme. Hashtag, oh, Hashtag Relationship Goals, Hashtag, oh. Normale Leute, ich dachte nur so, ja toll, wer war denn noch nominiert? Dankeschön, Chodowis Bitches, ciao, ciao. Masud Akbarzadeh. Bleibt gerne noch einen Moment. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, toll, dass du da warst. Bleibt gerne noch einen Moment hier, denn wenn ihr Lust habt, ja, ihn live zu sehen, mehr davon zu sehen, weil das ist natürlich nicht alles, sondern eine ganze Menge mehr, dann ist das hier jetzt gerade mal eingeblendet, wo ihr ihn sehen könnt. Bei Eventim gibt es Tickets. Masud Akbarzadeh.